Herzlich willkommen zum Projekt Greifenstedt. Heute möchte ich euch in die Bedienung des Greifenstedt-Stellpuls einführen. Wir benutzen die ganz normale Rockrail-Funktionalität des Automatikmodus, um die Position der Züge nachzuverfolgen und das Routing zu machen. Das Ganze ist einfach nur ergänzt durch ein paar zusätzliche Stellpult-Elemente, um die Bedienung zu erleichtern. Hier sehen wir das Greifenstedt-Stellpult. Im oberen Bereich haben wir den Personenbahnhof mit seinen Gleisen 1 bis 5. Und im unteren Bereich des Plans haben wir den Rangierbahnhof. Am Rande des Rangierbahnhofs führt die Strecke vorbei mit den Blöcken 31 und 32. Für die einfachere Übersicht habe ich hier mal die Rangierblöcke grau hinterlegt, sodass jetzt die weißen also wirklich nur diejenigen sind, in denen Zugfahrten stattfinden. Auch erkennbar daran, dass eben grüne Taster neben den Blöcken sind. Jetzt nehme ich die Rangierblöcke mal wieder in Betrieb. Die Zugfahrten wickeln wir über die grünen Taster ab. Einfach einen Zug in einen Block reinziehen oder er wird per ZNF angekündigt und dann per Start-Ziel-Taste das Ziel festlegen. Vom Start bis zum Ziel. Vom Start bis zum Ziel. Auch wenn der Zug durch den Bahnhof durchfährt, kann man ruhig das entfernte Ziel geben. Den Automatikmodus verfolgt das von selbst. Dabei werden eventuell gelegte Rangierfahrstraßen natürlich berücksichtigt und wir können auch jetzt, nachdem hier eine Zugfahrt liegt, nicht vom BW einmal schräg rüberfahren, so lange bis D231 angekommen ist in Gleis 1 und den Block wieder freigemacht hat. Wenn der Zug dann angekommen ist, hier zum Beispiel 2272, dann können wir ihn ganz einfach auflösen, indem wir entweder mit der klassischen Rockrail-Systematik über die rechte Maustaste und die Lokbelegung zurücknehmen arbeiten oder indem wir wiederum mit zwei grünen Tasten einfach die Lokbelegung zurücknehmen und dann ist der Zug aufgelöst. Natürlich müssen wir noch aufpassen, dass dort keine Wagen mehr stehen und dann eventuell die neue Zugnummer reinziehen. Per Drag and Drop aus der vorbereiteten Logliste, Zugliste oder wir können auch einfach den Block schließen, indem wir auf die graue Taste drücken und den Block außer Betrieb nehmen. Dann kann dort natürlich auch nicht mehr reingeroutet werden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne ein Like da oder abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Mal.